Hallöchen. Ich möchte in diesem Video das erste Mal so ein bisschen Revue passieren lassen, meine Minimalisierung. Ich habe nichts vorbereitet, ich will einfach mal losquatschen und das, was mir spontan fällt, mit dir teilen, was ich da erlebt habe, wie dieser Prozess für mich war. Für alle, die es nicht wissen, ich habe meine 64 Quadratmeter Wohnung komplett aufgelöst. Ja. Und ich kann dir schon mal verraten, am Ende sind 15 Bananenkisten bei rausgekommen. Ich dachte ja am Anfang, als ich losgestartet bin, ich will gar nichts mehr haben, nur noch einen Rucksack und einen Koffer. Das habe ich nicht geschafft. Aber ich erzähle dir auch gerne warum oder wie das passiert ist. So, ne? Ich habe, warum habe ich das alles überhaupt gemacht? Ich habe Anfang des Jahres war ich in Thailand, habe gemerkt, ich möchte nicht mehr in der Stadt leben und ich bin ein Mensch, ich höre mit Dingen auf, bevor das Neue da ist. Ja, ich trete ins Leere, ich trete ins Nichts, in die Ungewissheit und wage das. Und dann kann das Leben mir was Neues bringen. Und ich bin dann, als ich aus Thailand wiederkam, direkt weitergereist und habe meine Wohnung erstmal untervermietet. Und weil ich wollte mich da nicht gleich drum kümmern, außerdem hatte ich ja die Kündigungsfrist. So, und dann hatte ich gekündigt und jetzt sozusagen Mitte September bin ich dann in meine Wohnung gekommen und hatte am Anfang gedacht, ich habe jetzt 2 Wochen Zeit, um alles aufzulösen. Ich blende mal ein paar Bilder ein, wie die Wohnung am Anfang aussah, wo ich sozusagen gestartet war. Ich habe eine super volle Kammer gehabt, die von oben bis unten vollgestopft war. Ich habe ja, 2 Zimmer und eine Wohnküche und ja, ganz viele Möbel und so. Und ja, ich hatte zum Glück eine liebe Freundin, die Uta, die mir geholfen hat. Die hat mir jetzt auch den den Spitznamen Radikati gegeben von dem Wort radikal, weil ich wirklich radikal reduziert habe. Und ja, sie hat mich da begleitet und hat mir an manchen Tagen so zur Seite gestanden. Die Kammer hätte ich niemals alleine mich rangewagt, so. Und ja, ich habe mir jeden Tag ein Zimmer vorgenommen und habe da so aussortiert. Ich habe überlegt, welche Möbel will ich behalten, was will ich weggeben. Erst wollte ich alles weggeben. Dann habe ich aber gemerkt, es gibt so eine Kommode, die ich sehr, sehr liebe, die ich sehr besonders finde. Die habe ich jetzt behalten. Und ich habe ein Schränkchen, das habe ich von meiner Oma als Erinnerungsstück, das habe ich auch behalten. Das ist irgendwie, ja, das verbinde ich total mit ihr so. Und der Rest der Möbel, der ist weg. Einen Schrank konnte ich nicht verkaufen, den habe ich auch noch behalten. Aber der ist sozusagen einfach, der war zu schade, um ihn rauszustellen, weil es so ein alter Bauernschrank ist. Und ja, der entscheidendste Knackpunkt in dieser ganzen Geschichte bei der Entscheidung, was behalte ich nicht, war die Erkenntnis irgendwann, dass ich an vielen Dingen gehangen habe, weil sie mir irgendwann mal wichtig waren. Und es war dann spannend, irgendwann zu realisieren, das war damals wichtig, aber es ist mir heute nicht mehr wichtig. Ja, jetzt ein kleines Beispiel, ist vielleicht banal, aber ein Milchschäumer. Ich hatte mir Ewigkeiten einen gewünscht, ich habe dann einen von Freunden geschenkt bekommen und der war eine Zeit lang, ich habe geliebt, so Sojamilchschaum mit Karo-Kaffee. Das war so wie Babynahrung für mich und in der Zeit total wichtig. Und ja, das war total schwer, den jetzt loszulassen, aber ich trinke ja gar keinen Sojamilch mehr oder Milchschaum oder so, ne? Deswegen konnte ich den dann weggeben sozusagen. Und davon, von solchen Gegenständen hatte ich super viele. Ich habe auch zum Beispiel ganz viel von Freunden geschenkt bekommen, auch sehr viel Selbstgemachtes, was natürlich auch so, ja, als Verbindung irgendwie habe ich das gehabt, behalten. Aber es wurde halt immer, immer mehr über die ganzen Jahre. Und jetzt habe ich halt nur noch Dinge behalten, die ich selber wirklich mag.
und habe auch tatsächlich vieles weggegeben, was mir nicht persönlich so gefallen hat. Ich ehre total das Geschenk und die Freude, die ich in dem Moment hatte, als ich es bekommen habe. Aber manches hat mich dann einfach schon belastet. So. Bei den Klamotten zum Beispiel habe ich auch super viel aussortiert. Wer mich kennt, der weiß, ich mag total Farben. Ich habe ein Farbspektrum an Klamotten, weil ich einfach gerne bunte Sachen trage und mir, je nachdem, wie meine Stimmung ist, mich anziehe, so von den Farben. Und ich habe wirklich radikal reduziert und ja, statt irgendwie 20 T-Shirts habe ich jetzt vielleicht noch 5. Und das bei allen möglichen Kleidungsstücken. Ja, ich hatte von allem richtig viel, also Klamotten war richtig, richtig viel. Und ich habe wirklich radikal reduziert. Mein Ziel war ja ursprünglich, nachdem ich gemerkt habe, ich schaffe das nicht, alles wegzurationalisieren, habe ich gedacht, okay, ich versuche 10 Kisten. Als dann schon 8 Kisten voll waren, ich erzähle dir gleich mit was, habe ich gemerkt, okay, ich muss radikaler werden. So. Also auch zum Beispiel dann bei Handtüchern, bei Bettwäsche. Ich brauche nicht irgendwie 5 verschiedene Bettwäschen oder 10 verschiedene Handtücher. Ich habe jetzt vielleicht noch 2. Ich dachte immer, ah oh ja, wenn Gäste kommen und so und so. Aber was, also ich habe auch gemerkt, das war schon vorher auch immer so Thema, jeder Gegenstand braucht ja Aufmerksamkeit und Pflege. Ja, meine ganzen Grünpflanzen, die Klamotten, ich bin ja jemand, ich repariere. Und je mehr ich habe, um je mehr muss ich mich kümmern. Und das bindet Energie. Und ich habe gemerkt, ich möchte weniger haben. Ja, deswegen auch jetzt halt diese radikale Reduzierung. Und ich bin ja auch eine Basteltante, ich stricke, ich nähe und dank Uta habe ich viele meiner Stoffe behalten, habe viel meiner Wolle behalten, weil sie meinte, hey, du Kat, du bist so ein kreativer Mensch, behalt das, wenn du wiederkommst, wenn du dich wieder irgendwo niederlässt, dann machst du das doch weiter und ist doch schön, wenn du da noch was hast. Also da sind auch echt einige Kisten, dann gibt es noch so ein paar Küchenkisten. Ich habe wirklich, also von, was weiß ich, sagen wir mal 15 Teller, habe ich jetzt noch 4 Teller. Von 20 Gabeln habe ich jetzt noch 4 Gabeln. Und so habe ich das reduziert. Ja. Also ich kann dir nur empfehlen, dir Unterstützung zu holen. Mir hat Uta wirklich sehr, sehr geholfen. Gerade die Teile, die ich so mal zur Seite gepackt habe und irgendwie merke, nee, das ist zu schwierig. Da hat sie dann, und was ist mit dem? Hat sie so ganz liebevoll hervorgeholt und mich wieder daran erinnert. Bei manchen Sachen brauchte ich auch ein paar Tage, um mich zu entscheiden, ob ich es behalten will oder nicht. Und wie gesagt, irgendwann habe ich gemerkt, ich möchte radikaler sein, ich möchte wirklich mich trauen, mehr loszulassen. Und jetzt, wo ich die Wohnung übergeben habe, wo jetzt auch alles weg ist, quasi alles entschieden ist, merke ich, dass es auch immer noch Gegenstände in mir gibt, die immer noch wirken, wo ich es schade finde, dass die weg sind. Trotzdem weiß ich, spüre ich, dass ich mich halt jetzt leichter fühle. Das sind zum Beispiel viele Erinnerungsstücke an meine Omas, die ich ja auch weggegeben habe. Uta meinte dann irgendwann so, Kadi, du hast nur 2 Omas, weil ich irgendwie das 10. oder 15. Erinnerungsstück haben wollte. Und ja, ich habe ja auch viele Dinge verkauft über eBay, die gerade die Möbel. Habe da am Anfang irgendwie so Verhandlungsbasis hingeschrieben, weil ich dachte, das reizt die Leute mehr, dann die Dinge zu kaufen, weil man merkt, ah, ich kann noch verhandeln. Irgendwann habe ich gemerkt, ich bin müde davon, das hin und her zu diskutieren, weil ich meine, ich habe eine ganze Wohnung aufgelöst. Ja, es ist anders, als wenn ich jetzt mal eben noch da wohne und dann irgendwie ein Möbelstück verkaufe und dann irgendwie eine Sache, um eine Sache kümmere. Aber nein, ich hatte da 10 oder 15 verschiedene Anzeigen drin und dann die ganzen Anfragen und ja, dann habe ich immer geguckt, wie kann ich es mir immer leichter machen. Dann habe ich halt Festpreise gemacht und bei manchen Sachen bin ich dann auch vom Preis runtergegangen. Für manche Sachen habe ich mehr bekommen, als ich dachte. Manche Sachen habe ich Geld bekommen, für die ich gar nicht erwartet hatte, dass ich Geld bekomme. Für manche habe ich weniger bekommen. Und am Ende war dann so viel, wie ich ungefähr dachte. Ja, also ich habe dann da losgelassen von manchen Sachen.
wo ich so dachte, oh, die möchte ich verkaufen und das funktionierte dann nicht. Dafür habe ich andere Sachen verkauft, wo ich es nicht erwartet hätte. Und wie gesagt, das war dann so eine Mischung aus allem und dann war am Ende, war ich zufrieden. Dann habe ich hier auch so ein Geschenkezimmer gehabt, wo ich halt ganz viel aussortiert habe, wo ich Freunde eingeladen habe, die sich dann Sachen ausgesucht habe, die sich aus, Sachen ausgesucht haben. Das war, die haben ja dann auch zum Teil noch ein bisschen Geld gegeben. Und da habe ich aber auch gemerkt, irgendwann war ich echt erschöpft von diesem Verhandeln und habe ja auch schon eh von Anfang an gesagt, gib, was du kannst. Ja, um es mir leichter zu machen, weil ich gemerkt habe, das ist ein schwieriges Thema für mich. Gerade mit Freunden oder Menschen, die ich kenne, da dann zu sagen, ja, ich möchte dafür so und so viel. Und dann habe ich es mir auch leicht gemacht. Weil insgesamt habe ich einfach geguckt, dass ich gut durch dieses, durch diese ganze Wohnungsauflösung komme. Alles, was dann noch übrig blieb, habe ich auf die Straße gestellt. Und es gab einen riesigen Flohmarkt mit weiß nicht wie viel, 10 Kisten ungefähr. Es war, ich hatte die ganze Zeit Schiss, weil es hat so geregnet. Und ich dachte, oh, ich kann die Sachen nicht rausstellen. Dann hatte ich ein Baugerüst entdeckt, was bei mir in der Nähe ist, wo ich dann mit Uta und ihrem Freund. Wir haben die Sachen dann dahin gefahren und untergestellt, damit die nicht nass werden. Aber ich hatte riesiges Glück. Es war Samstagnachmittag und da hat dann 2 Tage lang die Sonne geschienen, also die Zeit, in der ich da die Sachen draußen stehen habe. Und das war der erste Tag nach langem, dass da die Sonne geschienen ist. Deswegen war dann Sonntagnachmittag auch super viel los. Und es war mir eine Freude zu sehen, wie die Leute die Sachen mitnehmen und weiterverwenden, so wo ich dachte, nee, ich kann es nicht mehr gebrauchen und jemand anders freut sich total darüber. Ich hatte auch so ein Erlebnis, am Anfang hatte ich so die Sachen vor die Tür gestellt und dann habe ich am Abend so die Kisten zusammengepackt. Ich bin ja da auch sehr sozusagen zuverlässig und habe dann auch immer hinterher wieder alles aufgeräumt. Und dann kam mir halt so ein Mann entgegen und hat gemerkt, hat so gefragt, ah, sind das deine Kisten und so. Ich habe mir gestern eine CD mitgenommen, super cool und total, ich bin dir dankbar, dass du die verschenkt hast und so. Und so Erlebnisse hatte ich dann auch, ja. Und das war halt richtig schön. Und was kann ich noch teilen? Genau, dann war quasi. Der Termin für die Wohnungsauflösung hat sich dann rausgestellt, dass es irgendwie 10 Tage später ist, als ich dachte. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt kann ich erstmal kurz zwischenatmen und musste nicht innerhalb von 2 Wochen alles fertig kriegen. Ich habe dann nämlich auch sehr starke Rückenschmerzen gekriegt, wodurch ich nicht mehr schmerzfrei laufen konnte. Verlinke ich dir mal das Video, da habe ich eins zu gemacht, wo ich da ein bisschen was drüber erzähle. Dann habe ich 3 Tage lang gar nichts mehr gemacht, Pause gemacht, mit mir alleine Zeit verbracht in einem leeren Zimmer, was ich dann schon ausgeräumt hatte. Und es war auch richtig wichtig, diese Zeit für mich zu haben, weil natürlich nicht nur das Loslösen von den ganzen Gegenständen, sondern auch der Abschied aus Leipzig, der Abschied von den Freunden. Ich habe auch noch viel Dinge geklärt. Also wo noch ein alter Groll war, wo Konflikte noch waren, habe ich Menschen angerufen, mich mit denen getroffen und Sachen geklärt. Manchmal ging es nicht zu klären. Manche Dinge liefen auch ganz doof. Also ja, es war so emotional aufgeladen, ganz viel. Das war wirklich eine sehr, sehr intensive Zeit. Ich hatte auch sehr viel Schiss vor der Wohnungsübergabe. Auch Albträume deswegen, weil ich echt so ein Autoritätsthema habe, wo ich vorher überlegt hatte, hole ich mir jemanden an die Seite, der mich unterstützt, habe das dann aber nicht gemacht, was ich im Nachhinein so ein bisschen bereue. Also da auch der Tipp irgendwie, wenn du weißt, dass das schwer für dich ist, dann hol dir da Unterstützung. Ja, weil ich wurde dann halt wirklich mit meinem Thema natürlich konfrontiert, so dieses Ohnmachtsgefühl. Dieses Gefühl von ungerecht behandelt zu werden, weil die dann halt Sachen gefunden hat und jetzt halt nicht sicher ist, ob ich meine Kaution wiederbekomme. Das wird sich noch rausstellen, aber es war einfach echt schwer. Ich habe da auch 2, 3 Tage gebraucht, um mich wieder aus diesem
Thema rauszuholen, aus diesem Gefühl der Ohnmacht, der Hilflosigkeit. Ja, weil ich halt finde, dass das nicht gut gelaufen ist. So. Mittlerweile ist mir das egal, also so bin ich da durch, das Geld ist mir egal, ich merke, es geht mir nicht um dieses Geld. Ja, klar wäre es schön, wenn ich die Kaution wiederbekomme, aber ich möchte meine Zeit, meine kostbare Lebenszeit mit sowas nicht vergeuden, so. Dass ich da um irgendwas kämpfe oder so. Sollen die mit ihrem Karma oder was weiß ich zurechtkommen, aber ich habe dann zum ersten Mal selber gesagt, es ist nur Geld. Ja. Und vor ein paar Jahren hat das eine Freundin auch immer gesagt, ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich da halt noch so stark dieses Geldthema hatte, dass ich irgendwie Existenzangst, Ängste hatte, die habe ich ja. Mittlerweile sind die halt, oder zur Zeit sind die halt einfach nicht da und das Geld kommt irgendwie und ich, also ich werde genügend zum Leben immer haben, so diese Sicherheit habe ich gerade und deswegen, ja, gucke ich halt, wofür möchte ich meine Lebenszeit einsetzen. Ja, also ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie das weitergeht. Es ist noch nicht ganz klar. Sie musste mit ihrem Chef sprechen und die Fotos zeigen, dass der es dann entscheidet, ob ich die wiederkriege. So Sachen halt, ne? Sie hat halt irgendwelche Flecken an Wänden entdeckt und naja, ich will da jetzt gerade nicht reingehen. Ja. Aber auf jeden Fall bin ich mega dankbar für die ganze Unterstützung, die ich währenddessen hatte. Also auch mein Bruder hat mir super geholfen, mein Cousin hat mir super geholfen. All meine Sachen konnte ich, habe ich eingelagert und die stehen jetzt in Leipzig, gut verpackt und warten auf mich oder warten auf den Ort, wenn ich mal wieder einen habe. Ja, so sieht das aus. Fällt mir gerade noch was ein. Ja, also ich merke, ich fühle mich gerade total befreit. Die Leichtigkeit stellt sich wirklich ein. Dieses befreiende Gefühl, so überall hingehen zu können jetzt. Und es ist keine Angst da. So. Ich mache das ja jetzt schon so ein paar Monate, dass ich umherziehe und bei Menschen, Freunden übernachte und habe immer ein Dach über dem Kopf. Das war ja irgendwie so meine Angst, wenn ich keine Wohnung mehr habe, dass ich dann, oder dass ich, wenn ich keinen Job mehr habe, dass ich dann unter der Brücke lande. Aber nein, ich erlebe ganz viel Großzügigkeit. Da gibt es auch ein Video. Ich weiß nicht, ob das zu dem Zeitpunkt, wo ich das rausbringe, schon da ist. Ansonsten verlinke ich es dir da oben. Aber sonst kommt es vielleicht später erst. Ja. Und ich bin gespannt, wo es mich jetzt weiterhin führt, wo ich sein werde und wo der neue Ort für mich sein wird oder was jetzt ansteht. Ich habe echt keine Ahnung. Ich trete ins Leere, ich trete ins Nichts. Und ja, es ist ein schöner Abschied hier aus Leipzig. Da bin ich auch noch gerade dabei, die ganzen Leute zu treffen, Freunde zu treffen und ich rede gerade total viel jeden Tag und es ist schön zu merken, was ich mir hier auch aufgebaut habe. Und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, das, ja, Dinge loszulassen, wenn du merkst, dass es dich belastet und da wirklich ranzugehen an die Sachen. Und wenn ich jetzt nicht so quasi, also ich würde dir auch empfehlen, quasi so Zimmer für Zimmer vorzugehen oder Schublade für Schublade in deinem Kleiderschrank, weil das ist jetzt wirklich ein Riesending gewesen. Aber ich hatte auch den Druck, ne, mit dieser Wohnungsübergabe und auch das Ziel, einfach leichter zu werden. Ja, und ich merke, dass das viele Menschen haben mich darauf angesprochen und ja, deswegen wollte ich auch gerne dieses Video machen, um. Vielleicht hast du da jetzt ein paar hilfreiche Tipps bekommen oder es inspiriert dich, es motiviert dich. Es ist möglich, es ist schaffbar. Und wenn du noch Fragen hast, dann schreib die gerne in die Kommentare. Ich schreibe gerne alles, was ich irgendwie weiß. Es gibt wahrscheinlich auch noch ein zweites
Video dann, ich habe gerade gedacht, die Kamera hat aufgehört aufzunehmen. Nee. Es wird wahrscheinlich auch noch ein zweites Video dazu geben, dann nach so ein bisschen längerer Zeit oder auch wenn mir Sachen noch weiter einfallen oder dann die sich aus den Fragen ergeben. Und ja, aber ich lasse es für diesen Moment erstmal bei dem Video. Ich freue mich, wenn du beim nächsten wieder einschaltest. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere gern den Kanal, dann wirst du immer informiert über meinen Weg und wo es weitergeht für mich, wo ich als nächstes schlafen werde. Und ja, lass dich überraschen, so wie ich. Alles ist offen. Und alles Liebe dir. Ciao.